Ein kurzer Vorspann und dann legen wir los. Herzlich willkommen. Wir sehen jetzt Martin Sichert, Mitglied im Deutschen Bundestages, gleichzeitig auch im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages. Und danach werden wir ihn persönlich interviewen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, seit einem Dreivierteljahr gibt es eine deutliche Übersterblichkeit. Aufgrund der lebensgefährlichen Corona-Politik zieht seit Monaten eine Infektionswelle nach der anderen durch das Land. Selbst hier im Bundestag jammern viele Kollegen über Long-Covid, obwohl sie wahrscheinlich eher unter Long-Maske und Long-Impfung leiden. In dieser angespannten Gesundheitslage ist Ihnen der Gesundheitsschutz völlig egal. Wichtiger ist Ihnen die Profitgier von Lebensmittelkonzernen, die Insekten ins Essen mischen wollen. Dabei hieß es 3 Jahre lang, Gesundheitsschutz sei so wichtig, dass man dafür jede Freiheit einschränken darf. Prüfen Sie mal Ihren Kompass, der ist nämlich gewaltig aus dem Ruder geraten. Vor wenigen Jahren wurde eine Großbäckerei noch wegen Kakerlaken in Backzutaten geschlossen. Heute dürfen Sie problemlos gemahlene Würmer und Käfer ins Brot mischen. Studien zeigen, dass Insekten schwere Allergien auslösen können. Kein Wunder, schließlich wird das gesamte Insekt mitsamt Innereien, Panzer und Kopf gemahlen. Wir von der AfD stehen im Gegensatz zu Ihnen für tatsächlichen Gesundheitsschutz. Wir halten es für falsch, dass man an der Öffentlichkeit vorbei in zahlreiche Lebensmittel gemahlene Insekten geben darf. Wenn man es wie die Bundesregierung schon zulässt, dann muss man die Bevölkerung über die Risiken aufklären. Solch eine Aufklärungskampagne sollte aber dann bitte ernsthaft betrieben werden und nicht wie die Süßigkeitenkampagne zum Slapstick verkommen. Eine übergewichtige Ricarda Lang und ein Karl Lauterbach, der selbst sagt, dass seine braunen Gammelzähne vom Schokoladengenuss herrühren, warnen Kinder vor Süßigkeiten. Herr Abgeordneter, jeder, der das sieht, der denkt doch, die beiden Herr wollen nur Abgeordneter, ja? Ich möchte Sie bitten, von Beleidigungen direkter Personen hier abzusehen. Das war keine Beleidigung, das war eine Tatsachenfeststellung. Das war eine Beleidigung. Nein. Und ich erteile Ihnen jetzt einen Ordnungsruf. Und Sie haben jetzt noch 3 Sekunden. Die Wahrheit ist also nicht gewünscht, aber egal. Jeder, der das sieht, der denkt doch, die beiden wollen nur alle Süßigkeiten für sich selbst haben. Das ist Satire pur. Was es braucht, ist eine echte Aufklärungskampagne. Schützen wir die Gesundheit der Menschen und klären wir sie ernsthaft über die Risiken des Verzehrs von Insekten auf. Vielen Dank. Er haut ja ganz schön drauf, ne? Darüber werden wir jetzt mit ihm sprechen. Ja, und bevor wir mit ihm sprechen, nochmal stellvertretend, liebe Helga SCH, vielen Dank für die Unterstützung, denn nur so sind diese Sendungen und diese Aufklärungsarbeit möglich. Und ich sage nochmal, 10 Cent am Tag, 3 Euro im Monat helfen uns, dass wir unser Equipment kaufen können, dass wir alles erweitern, aufrechterhalten. Wir haben ein schönes Studio, dass wir unsere Mitarbeiter bezahlen können und dass wir weiter auf Sendung bleiben und diese Aufklärungsarbeit betreiben. Und nun seid mal gespannt, was Martin Sichert zu seiner Rede und zu weiteren Informationen beitragen kann. Ja, liebe Zuschauer, und da ist er. Sind wir mal gespannt, was er dazu zu sagen hat. Herr Sichert, willkommen bei Hallo Meinung. Ich begrüße Sie. Hallo Herr Weber, hallo liebe Zuschauer. Ja, na, Sie haben ja ganz schön vom Leder gezogen. Fangen wir doch mal an. Das Thema Gesundheitsschutz. Sie sprachen davon noch vor Jahren oder vor kurzer Zeit. Die Zeitspannen sind nicht allzu lang. Hat man wegen Kakerlaken oder sonstiger Insekten, wenn das Gesundheitsamt in einer Bäckerei war, Großbäckerei war, hat man den Laden dicht gemacht, so lange, bis eben hier keine Gefahr mehr bestand? Ist das alles vergessen? Augenscheinlich. Also es ist ja jetzt so, dass man alles Mögliche an Insekten beimischen darf in Lebensmittel, teilweise bis zu 15%, und zwar in alle möglichen Lebensmittel von Schokolade über Kekse, Backwaren, Teigwaren und so weiter und so fort. Und ganz spannend fand ich im Rahmen dieser Diskussion auch, dass etliche von den anderen Parteien gemeint haben, ja, dann essen Sie doch vegetarische Produkte, und sich anscheinend gar nicht mit dem beschäftigt haben, was da seitens der EU beschlossen worden ist, von ihren eigenen Parteien. Denn die besagen nämlich ganz klar, dass bis zu 5% der vegetarischen Lebensmittel auch Insekten nun beinhalten dürfen. Also das ist völlig bizarr, was man da macht, dass man den Speiseplan der Menschen da auf Insektenernährung umstellen möchte. Ich glaube nicht, dass das die Mehrheit der Menschen im Land wirklich haben möchte. Ja, ich glaube, Herr Sichert, wenn man einigen Fragen stellen würde, die mehr als die Oberfläche beleuchten sollen, würde man merken, da herrscht also wenig Wissen vor. Jetzt ist es eine Situation,
Sie sprachen, und da ist eine gewisse Sensibilität Frau Lang an. Sie sagten auch, was das Thema des Übergewichts angeht. Und hier darf ich Sie mal informieren, liebe Zuschauer, die WHO, es gibt ja diesen sogenannten BMI, den Body Mass Index, der sagt also Folgendes, das ist Verhältnis Körpergewicht zu Größe, das in der Addition und das geteilt. Da heißt es hier, der Body Mass Index bei einem normalen Menschen, der bewegt sich normal, in Anführungszeichen normal Gewicht zwischen 18 und 24,9. Ab 25 spricht man von Übergewicht und von einem hohen Maß von Adipositas, also Übergewicht im Medizinischen ausgedrückt, ab 35. War das eine Beleidigung oder war das eine Tatsache? Nein, das war keine Beleidigung. Also 54% laut Statistischem Bundesamt, 54% der Erwachsenen in Deutschland sind übergewichtig. Und ich habe ganz einfach, es gehört ja auch in den Sinnzusammenhang hinein. Also, weil es ging ja um diese Kampagne, wo man den Kindern Süßigkeitenverzehr verbieten möchte. Und das hat ja Frau Lang angekündigt. Und das ist natürlich schon sehr bizarr, wenn jemand, der offensichtlich nicht nur an Übergewicht, sondern definitiv auch an Adipositas oder Fettleibigkeit, wie es im Deutschen heißt, leidet, dass jemand, der deutlich einen BMI über 30, über 35 hat, dann so eine Kampagne ankündigt, die Kinder mögen doch bitte weniger Süßigkeiten essen. Das wirkt einfach schlicht nicht glaubwürdig und macht das Ganze einfach lächerlich. Und ich bin ja nicht der Erste, der das ganze Thema in den Kakao gezogen hat. Das haben ja diverse Satiriker auch aufgenommen, diverse Fernsehshows auch im Nachgang aufgenommen, auch im Karneval ist es aufgenommen worden, weil man einfach gesagt hat, wie kann das sein, dass da jemand, der offensichtlich deutlich übergewichtig ist, so eine Kampagne macht. Das zieht das Ganze einfach schlicht total ins Lächerliche. Und mir war einfach wichtig, dass man das durchaus mal anspricht. Das gehört ja auch dazu, dass man sich in der Politik einfach mal überlegen muss, wen schickt man als Repräsentanten wohin. Ich weiß, die Bundesregierung überlegt sich das viel zu wenig, deswegen schickt sie auch ständig Annalena Baerbock und sowas überall hin, um alle möglichen Geschichten da zu besprechen, oder hat Frau Lambrecht überall hingeschickt, die auch nicht wirklich fähig war, irgendwelche militärischen Dinge mit Verteidigungsministern anderer Länder auf Augenhöhe zu besprechen. Und ich bin der Auffassung, wenn man ein Land repräsentiert mit 83 Millionen, eine Wirtschaftsnation wie Deutschland, dann muss man sich darüber Gedanken machen, wer sind die Repräsentanten, die wir hinschicken, um gewisse Kampagnen zu initiieren, und kann da nicht irgendwie jeden vorne hinstellen. Und dass man diese Werbekampagne mit Karl Lauterbach, der es tatsächlich selber gesagt hat, seine Zähne sind zu braun, weil er so gerne Schokolade und so viel Schokolade isst, und auf der anderen Seite Ricarda Lang hinstellt, die selbst für jeden wirklich offensichtlich sehr übergewichtig ist. Das ist einfach bei einer Kampagne, wo es um den Verzehr von Süßigkeiten geht und dass die Menschen doch bitte, und vor allem die Kinder, weniger Süßigkeiten essen wollen, das nimmt doch kein Kind ernst. Ich darf zusammenfassen, ich entnehme Ihren Worten, es dreht sich nicht darum, einen Mensch hier zu diffamieren. Es In dreht sich Weise. Darum, dass man sagt, wenn jemand etwas sagt, dann soll doch er bitte auch danach leben, aber ohne Vorschriften. Es ist letztlich so, und wir haben uns im Vorspann, habe ich mich mit Martin Sichert unterhalten. Liebe Zuschauer, wenn jemand Extremsport betreibt und hat einen Body Mass Index und einen Body Mass Index unter 17 und hat einen Fettanteil von 5% in seinem Körper, dann darf er das ja tun, ist ja keine Frage. Aber er hat nicht das Recht, anderen zu sagen, jetzt hast du so zu leben wie ich. Und gleichwohl ist es so, wenn ein Mensch übergewichtig ist, dann ist es in seinem eigenen Ermessen und ist in seinem eigenen sicherlich Gesundheitsschutz, aber er hat nicht das Recht, dann anderen vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Und dazu zählt sicherlich auch Karl Lauterbach. Wir wissen, dass das Thema Cannabis legalisiert werden soll. Wir wissen aber auch, dass die WHO und viele andere sagen, es ist eine Einstiegsdroge, die ein hohes Maß an Suchtabhängigkeit in sich birgt. Korrigieren Sie mich, wenn ich unser Vorgespräch anders gedeutet habe. Das ist durchaus richtig. Wir haben den Ordnungsruf gehört. Ein Ordnungsruf, weil Sie, wie wir jetzt hören, eine Tatsachenbehauptung aufgestellt haben, keine Beleidigung. Schlägt Ihnen und den Kolleginnen und Kollegen im Bundestag nicht allzu oft von den Regierungsbänken und von der Opposition, von den Linken und von der CDU, CSU, schlagen Ihnen nicht oft Bemerkungen, Worte entgegen,
die ein wesentliches anderes Potenzial haben als das, was Sie hier gesagt haben? Doch, das ist deutlich sogar. Wenn ich denke jetzt einfach mal daran, ich denke jetzt gar nicht mal an uns, sondern ich denke beispielsweise an Tom Lausen, der hervorragende statistische Ausarbeitungen gemacht hat und der dann im Bundestag gleich in einem Tagesordnungspunkt dreimal sogar beleidigt wurde als Datensalafist und als Datenverschwörer und so weiter, wo es völlig unsachlich war, wo es keinerlei Ordnungsruf dafür gegeben hat. Und das ist einfach völlig unverhältnismäßig. Zumal das damals wirklich ja auch nur um, oder es ist ja noch gar nicht lange her, das ist jetzt gerade 3 Monate her, und es da nur um einfach um Diffamierung, um Beleidigung tatsächlich ging. Und da hat es niemanden interessiert. Und da wird schon sehr mit zweierlei Maß gemessen. Wir erleben das ja auch durchaus in den Ausschüssen im Bundestag. Denkt dran, die stellvertretende Vorsitzende im Gesundheitsausschuss. Wir haben ja momentan keinen Vorsitzenden, weil der eigentlich der AfD zustehen würde. Aber gegen die Bestimmung durch die AfD wehren sich ja die anderen Parteien. Die stellvertretende Vorsitzende im Gesundheitsausschuss von den Grünen, die wir da haben, hat sich ja sogar in der Presse geäußert und hat gesagt, die AfD nutzt ihre ganzen Sachverständigen und Experten, die sie immer nur da einladen, um letztlich die Seriosität zu diskreditieren. Und das ist völlig bizarr, wie da umgegangen wird, wie da teilweise diffamiert wird. Und auf der anderen Seite ist man dann hypersensibel bei einem Wort wie übergewichtig, was wie gesagt die Mehrheit der Bevölkerung beinhaltet. Und wenn wir uns andere Themen anschauen, was man uns dort immer erzählt, man erzählt immer, ja, nein, in Bezug auf Weiß, auf die Rasse, die Hautfarbe, darf man jemanden beleidigen, weil das betrifft ja die Mehrheit und die Mehrheit kann man nicht beleidigen. Und in Bezug auf Köterrasse gibt es ja dieses schöne Urteil, dass man jemanden als Teil der Köterrasse bezeichnen darf, wenn man damit die Deutschen meint, weil die Deutschen in der Mehrheit kann man ja nicht beleidigen, hat ja Hamburger Gericht sogar offiziell festgestellt. Und wenn man jetzt von übergewichtig spricht, was auch die Mehrheit der Bevölkerung tatsächlich beinhaltet und dort ganz klar das benennt und es auch noch in den Sachzusammenhang gehört, dann gibt es dafür einen Ordnungsruf. Also da sind die Maßstäbe sehr, sehr weit auseinander geraten. Und das schadet letztlich dem Ansehen des Bundestags, weil die Menschen realisieren, naja, da wird mit zweierlei Maß gemessen, da wird gar nicht demokratisch, sauber, neutral die Verhandlungsführung geführt, sondern wenn dem Präsidenten oder der Präsidentin das nicht passt, was da gesagt wird, dann wird von deren Seite eingeschritten und damit ist die Neutralität deutlich beschädigt und damit auch der Bundestag als Ganzes. Ja, meine Damen und Herren, und darum geht es uns, dass wir mal auch die Kehrseite der Medaille zeigen, denn es ist immer erschreckend, und das wissen Sie auch aus Ihrem Privatleben, bequem ist es, wenn man sagt, es widerspricht niemand. Bequem ist es, wenn man sagt, wir finden uns soziologisch in einem Bereich, wo wir wirklich, wir fühlen uns wohl, wir haben Komfortzone, es widerspricht keiner, das Geld fließt zu. So können wir das zwischen Politik und Medien und auch einigen Verbänden mitsehen. Herr Sichert, wir zwei führen seit Jahren Interviews. Wir haben von vornherein das Thema der Impfung besprochen. Wir haben gesagt, es handelt sich um ein gentherapeutisches Serum. Susanne Wagner, für die Zulassung zuständig, hat es in der Welt am Sonntag und in verschiedenen Publikationen, eine sehr bekannte Frau, Wissenschaftlerin, hat es bestätigt, es handelt sich um ein gentherapeutisches Medikament, dessen Erfahrungswerte nicht bekannt sind. Wir wissen, dass durch Talkshows getingelt wurde. Es gibt keine Impfpflicht. Alle Politiker, darüber würde ich Sie auch mal zu einer Sendung einladen, da lachen sich tot. Eigentlich nicht, denn das ist zum Schaden vieler passiert. Wir haben erlebt, wie Karl Lauterbach durch sämtliche Talkshows getingelt ist und hat gesagt, der Impfstoff ist sehr wirkungsvoll. Er schützt uns, er schützt andere. Ein Pieks, es gibt keine Nebenwirkungen. Und dann erleben wir eines, die Herrschaften an der Goldgrube, BioNTech in Mainz, wollen sich nach Großbritannien forschungsmäßig verlegen, Milliarden verdient. Lauterbach eiert richtig rum, denn wir haben ja die Übersterblichkeit, wir haben verschiedene andere Sachen. Herr Sichert, gibt es keine Verantwortung mehr dieser Leute, die eigentlich vorher völlig gegensätzlich gesprochen haben und jetzt eigentlich irgendwo rumeiern und sich wegducken? Was mir da als allererstes einfällt zu ist, als ich das Thema Übersterblichkeit, ich habe es ja in der Rede auch ganz am Anfang erwähnt, Übersterblichkeit angesprochen habe, gab es Gelächter aus den Reihen der SPD. Und das sagt, glaube ich, einfach alles dazu, wie die Politiker aus der SPD, wie Karl Lauterbach und sonst was das alles sehen.
Wir haben jetzt tatsächlich seit 9 Monaten eine deutliche Übersterblichkeit in Deutschland, die teilweise sogar bis im Dezember bei über 30% gelegen hat. Also da sterben wirklich deutlich mehr Menschen wie sonst. Und das interessiert die Politik überhaupt nicht. Das geht völlig irrelevant. Während man bei Corona, wo es keine Übersterblichkeit gegeben hat, wo die Sterblichkeit im normalen Maß gewesen ist, über die ganzen 2,5 Jahre hinweg, wo man dort die Menschen total wahnsinnig gemacht hat, von wegen, ihr müsst jetzt Maske tragen, ihr müsst euch impfen lassen, ihr müsst dieses und jenes machen und trefft euch ja nicht zu Kindergeburtstagen und ja nicht auf Parkbänke setzen und auf Demonstrationen ja nicht gehen, nur mit Abstand entsprechend und so weiter und so fort. Also man hat dort massivst die Rechte der Menschen eingeschnitten. Und jetzt, wo wir tatsächlich eine Übersterblichkeit seit einem Dreivierteljahr haben, wo wir sagen können, das ist nicht eine Geschichte, die wie beispielsweise eine Grippeerkrankung oder sonst was eine saisonale Geschichte ist, wie es bei den Corona-Wintern auch war, wo man saisonal im Winter mal zwischenzeitlich eine höhere Sterblichkeit hatte und danach ist die Sterblichkeit unter das normale Maß gesunken, weil es einfach sozusagen einen gewissen Ernteeffekt gab und diejenigen, die, so nennt man das in der Medizin, das ist nicht mein Begriff, nennt man das in der Medizin, diejenigen, die in diesem Winter gestorben sind, sozusagen nur Leute gewesen sind, die ansonsten ein paar Monate später gestorben wären. Sondern jetzt sehen wir seit einem Dreivierteljahr deutlich eine Übersterblichkeit und es interessiert keinen in der Politik. Und man duckt sich einfach davor weg, man duckt sich auch vor dem Thema der Impfnebenwirkungen weiter weg. Ich habe jetzt die Tage gelesen, die Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Herr Gassen, der ganzen Geschichte vorsitzt, der verdient 455.000 Euro im Monat. Ich will jetzt keinen Neid schüren oder sowas. Im Jahr, aber, im Jahr. Im Jahr. 455.000 Euro im Jahr verdiene. Wenn ich 455.000 Euro im Jahr verdiene, dann bin ich der Auffassung und ich bin Vorsitzender einer Anstalt öffentlichen Rechts, dann muss ich auch dafür sorgen, dass die Daten und die Zahlen, mit denen ich arbeite, dass damit sorgfältig umgegangen wird. Und wenn er dann sagt, na, die Daten und die Zahlen, die wir euch gegeben haben im Dezember, die waren fehlerhaft und ich jetzt nachfrage und sage, ich hätte gerne die Zahlen und Daten, weil die Öffentlichkeit hat ein Interesse daran, ob sich 2021 im Gegensatz zu den Vorjahren wirklich was verändert hat, ob sich 2022 was verändert hat und die Daten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung von über 70 Millionen Versicherten sind ja relevante Versicherungsdaten, aus denen man gewisse Trends auch in der Gesundheit sehen kann, wo man Frühindikatoren hat, welche Krankheiten zunehmen und so weiter und so fort. Und er sagt, nee, die Daten gebe ich nicht raus. Dann ist das einfach ein völlig unverantwortlicher Umgang damit. Und das sehen wir in allen möglichen Bereichen. Also es wird überall gemauert, dicht gemacht, wenn es um Aufklärung geht. Ja, wir erleben ja, dass die Mehrheit der Bevölkerung gegen diese Politik ist. Wir sprechen das aus der Atomkraft. Wir kaufen die Energie teuer ein. Ich sage es nochmal, meine Energiewerke haben mich angeschrieben aufgrund des Angriffskriegs von Russland. Das ist totaler Quatsch. Das sind die Sanktionen, die wir von unserer Seite gemacht haben. Energie wäre genauso günstig oder so teuer, wie es einst in der Vergangenheit war. Wir erleben eine Anti-Autopolitik in Brüssel. In Deutschland wird abgenickt, ob Wissing von der FDP hier einen Scheinkampf macht. Erleben wir, am Wochenende haben verschiedene Hochrechnungen ergeben, die AfD liegt mit 16%, 1% vor den Grünen. Trotz diesem hohen Maß von Bashing, was die Öffentlich-Rechtlichen angeht, was die gängigen Medien angeht oder die Schwierigkeit, wenn sie irgendwo eine Veranstaltung haben, dass das durch Gewaltexzesse gestört wird. Ist das ein Zeichen dafür, dass die Menschen langsam begreifen, es geht hier ans Eingemachte? Dieses Land ist im freien Fall in einem Absturz befindlich, der nicht mehr rückgängig gemacht werden kann? Ja, definitiv. Also wir merken das ja in allen möglichen politischen Bereichen, dass die Leute nicht mehr können. Wenn die drei großen Industriegewerkschaften, IG Bau, IG BCE, IG Metall, alle drei gemeinsam sagen, wir verlieren hunderttausende Arbeitsplätze demnächst wegen den hohen Strom- und Energiepreisen in Deutschland, dann muss man das durchaus ernst nehmen. Dann muss man aber auch die Frage stellen, wo waren denn diese Gewerkschaften in den letzten Jahren, als es um das Thema der Energiewende ging? Da waren sie nämlich vorne mit dabei und haben gesagt, ja, lasst uns doch ja alles auf Elektromotor umstellen und was weiß ich was. Jetzt sehen wir die ganzen Folgen des Ganzen, die Konsequenzen und jetzt schreien sie laut, leider etwas zu spät, aber immerhin.
Und wenn man sich anschaut, Schaeffler, Herzogenaurach, der viertgrößte deutsche Automobilzulieferer, sagt, ich werde künftig in den USA investieren und ich baue auch in China meine Produktion aus, weil ich der Auffassung bin und wir bei uns im Unternehmen der Auffassung sind, dass die Energiepolitik und die gesamte Wirtschaftspolitik, wie sie in Deutschland betrieben wird, massiv für uns als Unternehmen zur Belastung wird. Das sind nur einfach mal zwei Beispiele herangenommen. Ein weiteres Beispiel könnte ich jetzt hier aus meinem Wahlkreis liefern. Hier haben wir eine Gemeinde mit 1800 Einwohnern. Die hat jetzt dann kriegt jetzt eine Asylbewerberunterkunft mit 400 Asylbewerbern und das mitten im Tourismusbereich. Die Konsequenz des Ganzen ist, die Leute sagen jetzt alle ihre gebuchten Ferienwohnungen und sonst was ab, weil viele Leute, die hierher kommen, aus dem Ruhrgebiet und aus anderen Regionen kommen und sagen, ja, die Zustände, die ihr jetzt demnächst habt, die haben wir bei uns zu Hause eh schon. Und wir kamen eigentlich bisher zur Erholung zu euch. Also, und hier wenden sich verzweifelte Ferienwohnungsvermieter, Hotelbesitzer und sonst was an uns und sagen, macht mal was und so. Wo wir dann auch immer sagen können, ja, wir tun gerne, was wir können, wir klären über das Thema auf, wir machen die Bevölkerung sensibel, versuchen auch den Widerstand in der Bevölkerung dagegen zu organisieren. Aber grundsätzlich müsst ihr euch überlegen, wie ihr politisch weitermachen wollt. Und wenn ihr immer sagt, na, bei der Wahl, dann machen wir das Kreuz bei der CSU oder wir machen das Kreuz bei der SPD oder bei den Grünen und hoffen dann, dass es schon irgendwie gut gehen wird. Nee, es wird nicht gut gehen. Das sehen wir an der letzten Bundesregierung, das sehen wir an der jetzigen Bundesregierung. Egal, ob es das Thema Migration ist, ob es das Thema Wirtschaftspolitik ist, ob es das Thema Ukraine ist, ob das das Thema der Energiepolitik ist. Die Politik, die diese Regierungen in Deutschland betreiben, sind extremistische Positionen. Das sind Positionen, die in 90% der Länder der Welt völlig unverstanden werden und wo die Leute sagen würden, was macht ihr da in Deutschland für irrsinniges Zeug? In der Verkehrspolitik geht es in den meisten Ländern darum, dass die Leute schnell von A nach B und zuverlässig von A nach B kommen. In Deutschland geht es darum, möglichst die Leute wegzubekommen vom Automobil, vom individuellen Personennahverkehr hin zum öffentlichen Verkehr und zum Fahrradfahren. Das ist für Leute, die aus Ländern, ich sage jetzt mal wie Indien oder anderen Ländern kommen, Schwellenländern kommen, wo massiv der Automobilverkehr momentan zunimmt, völlig unverständlich, was wir in Deutschland da machen. Auch zu sagen, na, günstigen Strom, zuverlässigen Strom stellen wir hinten an zugunsten von voller Umstellung auf Wind- und Solarenergie und was weiß ich was, wo wir wissen, die können weder zuverlässig rund um die Uhr Strom liefern, noch ist der Strom dann noch in irgendeiner Weise für die meisten Leute bezahlbar. Verstehen in 90% der Länder die Welt die Leute nicht, die sagen, das ist völlig extremistische Politik, was ihr da betreibt. Und wir versuchen immer von Deutschland aus tatsächlich die Welt zu retten. So wird es uns ja auch immer verkauft. Ja, mit dem Insektenessen lösen wir das Ernährungsproblem der dritten Welt. So hat man es in der Bundestagsdebatte letzte Woche auch verkündet. Das ist völlig irre. Wir wollen nicht die Welt retten. Wir wollen vernünftiges Leben in dem eigenen Land haben und wir können von Deutschland aus auch die Welt nicht retten, weil andere Länder viel höheren Fleischkonsum haben, weil andere Länder viel höheren Energieverbrauch haben, weil andere Länder viel höheren CO2-Ausstoß haben und so weiter. Und ganz ehrlich, ich finde, das ist ein total antiquiertes Denken zu sagen, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ja gut, man spricht immer, man soll diese, ja, aus Zeiten des Missionarwesens, der Kolonialherrschaft, man vernichtet diese Denkmäler und gleichzeitig verbringen wir Kolonialmoral. Sie haben eines bei Ihrer Aufzählung vergessen, die innere Sicherheit. Herr Sichert, wenn ein 31-jähriger junger Mann vor den Augen seiner Frau, Partnerin, vor dem Kind ins Herz gestochen wird, weil er einen Streit schlichten will, in Münster, auf der Kirmes, wenn dann der Oberstaatsanwalt sagt, wir haben zwar Bilder, wir haben Videos, die den Täter zeigen, aber aus Schutz des Täters, beziehungsweise aus Täterschutz, wie er sagte, werden wir das nicht veröffentlichen. Dann sollten wir überlegen, in welchem Land wir leben, wer hier eigentlich geschützt wird. Und was es bedeutet, wenn ein Mensch aus dem Leben scheidet durch so etwas, der das Leben vor sich hat, der mit seiner Frau, die er dieses Jahr, mit seiner Partnerin, die er dieses Jahr heiraten wollte, mit einem Kind, und sie werden Zeuge dieses Verbrechens, dann sage ich mir, in diesem Land muss wieder Ordnung hergestellt werden, liebe Zuschauer, und zwar dringend. Und wenn jemand in den Regenwald reist und sagt, ich bin Häuptling Robert und das ist Häuptling Sam, dann frage ich mich, wo ist da das Hirn geblieben? Und das sind durchaus Leute, ich sage hier eines, Peter Hane, der von mir geschätzte, sagte in einer Sendung,
Wir werden von Idioten regiert. Und wer das Wort Idiot einmal nachlesen will, der wird merken, es kommt aus dem Griechischen und sagt Menschen, die minder bemittelt sind, dessen Fähigkeiten sehr überschaubar sind. Es soll also keine Beleidigung sein. Herr Sichert, wie gehen Sie täglich mit dem um, was Sie im Bundestag erleben, als der Mensch, der doch ein hohes Maß an normalen Instinkten hat? Ich glaube nicht, dass das Idioten sind. Ich glaube, das sind einfach ideologisch fanatisierte Menschen. Hat er Menschen. Gesagt. Herr Sichert, ich habe zitiert. Ne? Ja, ja. Ich habe mir das nicht zu eigen gemacht. Ich glaube noch nicht, dass die minder bemittelt sind, sondern die sind einfach ideologisch in der völlig falschen Spur. Das erleben wir bei den Grünen ständig. Und auch eine CSU, wenn ich mir anschaue, einen Markus Söder, der sich jetzt hinstellt und wieder einen auf den tollen Sheriff macht, weil er diesen Herbst im Bayern Landtagswahl ist. Aber auch in Bayern gibt es tausende ausreisepflichtige Asylbewerber, die nicht abgeschoben werden. Und das ist in der inneren Sicherheit überall das Problem. Am schockierendsten übrigens fand ich da in den letzten Wochen den Fall von dem 12-jährigen Mädchen, das mit der Nagelfeile mehr als 20 Mal von ihren 12- und 13-jährigen angeblichen Freundinnen irgendwie brutalst umgebracht wurde, mit einer Nagelfeile 20 Mal in den Körper zu stechen. Da gehört schon sehr, sehr viel Hass, sehr, sehr viel Überwindung auch von menschlichen Instinkten dazu, weil ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das wirklich so gewesen ist. Auf alle Fälle extremst brutal. Und auch da macht man jetzt wieder einen auf Täterschutz statt Opferschutz. Und das ist das, was wir in Deutschland ständig erleben. Wir müssen uns einfach überlegen, wo wollen wir als Gesellschaft hin? Wollen wir als Gesellschaft dahin, dass, wie etliche ja jetzt auch fordern, zu sagen, wir müssen die Gesetze verschärfen und die 12-Jährigen müssen jetzt plötzlich auch unter das Strafrecht fallen und so weiter und so fort? Oder müssen wir vielleicht als Gesellschaft dahin zu sagen, wir wollen wieder in der Gesellschaft, wie es vor 20, 25, 30 Jahren üblich gewesen ist, dass man eine gewisse homogene Gesellschaft hat, die gewisse gleiche Werte von allen einfordert, von allen auch einfordert, dass sie sich entsprechend einbringen. Wir erleben momentan, dass niemand sanktioniert wird, weil die Kinder ständig in der Parallelgesellschaft aufwachsen, sie nicht mal vernünftige Deutschkenntnisse haben, in der Schule den gesamten Unterricht behindern, komplett andere kulturelle Werte vermittelt bekommen. Es interessiert schlicht keinen im Land. Und wenn du es ansprichst, bist du plötzlich Rassist. Ich glaube, das ist das, wo wir in der inneren Sicherheit hingehen müssen, dass wir wieder sagen müssen, wir sind Deutschland und wir haben gewisse Werte und diese Werte fordern wir von allen aktiv ein. Und nicht zu sagen, wir müssen jetzt das Strafrecht verschärfen oder wir müssen an den Symptomen herumdoktern, sondern wir müssen die Ursachen dort angehen. Genauso wie wir die Ursachen in der Energiepolitik angehen müssen und sagen müssen, Wind und Solar sind ein nettes Experiment, kosten nur leider bis jetzt schon hunderte Milliarden an Euro, wird weiter gemäß Prognosen der Bundesregierung selbst nochmal über eine Billion allein in den nächsten 10 Jahren kosten. Die Bürger ist nicht bezahlbar, kann man nicht machen. Wir brauchen weiterhin Gas, wir brauchen weiterhin Kohle, wir brauchen eventuell vielleicht sogar Atomstrom, wenn wir wirklich saubere Energie haben wollen. Da müssen wir eigentlich in der Diskussion hinkommen, uns ehrlich zu machen und nicht ständig aus totalem ideologischem Fanatismus da den Grünen hinterherrennen. Deswegen freut es mich auch, dass die AfD jetzt in Umfragen vor den Grünen ist, weil die anderen Parteien alle den Grünen hinterhergelaufen sind. Und wir diesen grünen Fanatismus von der CSU bis zur Linken überall erleben. Und viele Menschen es gar nicht mehr in Frage stellen, dieses Wort Klimawandel und CO2-Ausstoß. Also der CO2-Gehalt in der Atmosphäre ist heute so wie vor 100 Jahren. Und die Meere sind nicht gestiegen, Köln ist noch nicht untergegangen. Selbst die norddeutsche Küste ist weiter genauso, wie sie vor 20, 30 Jahren gewesen ist und so weiter. Man hat den Leuten viel Angst erzählt, viel Humbug erzählt, von wegen der Eisbär stirbt aus, der Eisbär, dessen Populationen haben sich in den letzten Jahrzehnten deutlich regeneriert und so weiter und so fort. Also da wird viel mit Lügengeschichten gearbeitet, viel mit künstlichen Modellen. Jeder, der in dieser Diskussion was Vernünftiges, was Normales behauptet, der wird als Schwurbler bezeichnet. Und davon müssen wir als Gesellschaft wegkommen. Wir müssen uns von diesem Diktat erholen, zu sagen, bloß weil du eine andere Meinung hast, bist du ein schlechterer Mensch. Das muss raus aus der Gesellschaft. Wir müssen wieder da reinkommen, dass wir vernünftig miteinander sprechen und miteinander diskutieren können. Ja, liebe Zuschauer, Sie merken, Martin Sichert ist Politiker. Wenn er einmal loslegt, legt er los. Ne? Und sagt, huck, ich habe gesprochen. Ja, nun, bei uns ist eine Meinungsvielfeit, was natürlich die Population angeht und was den Klimawandel angeht.
lassen wir viele Meinungen zu. Herr Sichert, ich sage danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und Häuptling Peter grüßt dann Häuptling Sam und sagt, wir machen weiter. Liebe Zuschauer, lasst es euch gut gehen. Wir lassen uns nicht entmutigen und wir stellen dieses Land wieder auf die Beine. Danke für die Zeit. In diesem Sinne einen schönen Tag.